Also das Geheimnis der Wiedergeburt im Alten und im Neuen Testament habe ich das genannt. Und da deutet sich so ein bisschen schon an, dass alles, was im Neuen Testament zu finden ist, auch im Alten Testament schon da ist. Und das ist eine Bibelstelle, die dazugehört. Als ich die zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gestutzt. Und ich habe geschäftlich auch ein paar Rabbiner, kenne ich ja, ein paar jüdische Investoren. Und die treffe ich dann und wann. Und dann habe ich die nach der Bibelstelle gefragt. Aber er hat gesagt, ich bin Rabbi, aber ich praktiziere nicht. Also er kennt sich da auch nicht so aus mit. Ja. Aber mal so aus erster Quelle von einem Rabbiner. Die können mit der Stelle nichts anfangen. Und wir schauen uns mal ein bisschen an, was dort die Bibel sagt. Ja. 2. Könige 19, Vers 1 bis 3. Das ist die Begebenheit, wo Jerusalem belagert wird, ja, von 185.000 Assyrern, der Anfang der Militärgeschichtsschreibung. Und bis auf eine weitere Sache, die einzige Stelle im Alten Testament, die Gott dreimal erwähnt. Das war Gott scheinbar irgendwie wichtig. Ja, wir lesen mal einfach. Als der König Hiskia das hörte, nämlich dass der assyrische Feldherr vor der Stadt steht und denen sagt, den Juden gebt auf, Hiskia betrügt euch, ja, ich bin von Gott geschickt worden. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Shebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, also Hiskia und Jesaja, zwei große Männer in Jerusalem eingeschlossen, ja? Dem Sohn des Amoz. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Ja, also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gestutzt und habe mir gedacht, hätte der Hiskia hier gebetet, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot. Da stehen fast 200.000 Mann, erfahrene Krieger mit vernarbten Gesichtern vor der Stadt Jerusalem und wollen uns töten. Und wir sind nur ein paar Tausend, ja? Wir haben überhaupt keine Chance gegen die Übermacht, überhaupt gar keine. So fühlt sich die Gemeinde Jesu übrigens heute manchmal, ja? Ja, das ist eine ganz interessante Bibelstelle, wie der Feind auch zu uns ruft und sagt, ihr seid allein, Hiskia betrügt euch, in Klammern, Jesus betrügt euch, die Bibel ist nicht wahr, ihr könnt nichts, ihr habt nichts, ihr seid nichts, ja. Und ich bin eigentlich der Gott dieser Welt. Das, was der Rabschake nach Jerusalem reinruft, so befindet sich die Gemeinde Jesu auch heute unterwegs. Wäre auch eine schöne Bibelstunde, mal darüber nachzudenken, ja. Eine nervenzerfetzende Rede. Gut, also Hiskia hört das und geht in den Tempel, in das Haus Gottes und schreit zu seinem Gott und lässt Jesaja ausrichten, dass irgendwie, als ob Kinder geboren werden und als ob keine Kraft da wäre, sie zu gebären. Hätte Hiskia gebetet und gesagt, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot, schick deinen Engel, ja, der die 185.000 Assyrer in einer Nacht alle beseitigt. Das hätte ich verstehen können. Das hätte ich verstehen können. Aber dass der König Hiskia in so einer aussichtslosen Situation wie damals scheinbar irgendein Problem hat, dass Kinder nicht geboren werden können, das ist vollkommen abwegig. Ja, das passt gar nicht in den Bibeltext rein. Und die Frage ist, wie kann man das verstehen? Wovon spricht denn da Hiskia überhaupt? Oder haben sich die Rabbiner da verschrieben beim Abschreiben der Schriftrollen? Ja? Oder was wird denn hier überhaupt ausgedrückt mit? Viele, die ich gefragt habe, sagen ja, die Angst war so groß wie die Schmerzen, die eine Frau hat, die in Wehen ist. Ja? Wie Wehen, das ist halt die Angst, die damals gewesen ist. Ja, sage ich, aber die Wehen sind ja nicht die Hauptsache, sondern die Geburt ist doch die Hauptsache, oder? Ja, also es wird ja ein Kind erwartet. Die Wehen sind ja nur eine Übergangsphase. Wird hier auch ein Kind erwartet? Was ist das, was wir hier sehen? Ja? Und wenn man das mal im Hinterkopf lässt und einfach mal so ablegt und mal ins Neue Testament geht und geht mal zu Johannes 3, ja, und schaut sich mal diese Rede an zwischen Jesus und Nikodemus. Ja, das lesen wir mal. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, das finde ich toll, ja? Kein Krokodil, kein kaltes Reptil, wisst ihr? Es gibt ja so kalte Menschen auch, kalte Christen gibt es auch, ja?
so Gesetzeschristen, die gibt es auch. Hier kommt ein Mensch, ja? Es war ein Mensch unter den Pharisäern, muss man das erwähnen? Offensichtlich, ja? Ja, das ist doch, ja, ich finde es schön. Warum ist es denn ein Mensch? Na, weil der mal zu Jesus kommt, der fragt mal, der sagt, wir wissen eigentlich, das ist ja ein Whistleblower hier, ja? Der pfeift ja, der verrät ja Jesus, dass die Pharisäer genau wissen, dass er von Gott geschickt ist. Und sie haben ihn aus Neid überliefert. Ja? Die wissen das ganz genau, die Theologen. Ja? Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Da kommt der Chef, ja, der Chefrabbiner. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, Jesus war knapp 30, der war bestimmt 50 und älter, ein gesetzter Mann, ein Oberster unter den Juden. Der spricht zu dem Jesus, dem Wanderprediger, versteht ihr? Ich sage das etwas despektierlich, spricht er mit Rabbi an, Meister. Das war ja relativ bescheiden, wie er kommt, ja? Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann weißt du auch nicht, Nikodemus, wer hier vor dir sitzt. Du glaubst, dass hier ein Lehrer von Gott vor dir sitzt, aber hier sitzt eigentlich Gott selber vor dir, Gottes Sohn. Ja? Also, da dreht sich das Gespräch schnell um. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Da habe ich meinen Kindern gesagt, das ist ein ganz wichtiger Bibelvers, weil wenn ihr in der Schule Religionsunterricht habt, dann könnt ihr den Lehrer fragen, was steht in Johannes 3, Vers 10? Da sagt der Religionslehrer, weiß ich nicht. Und dann sagt er, da steht, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ja? Die haben sich das sofort gemerkt. Von da aus ist es ja auch nicht weit bis Johannes 3, Vers 16. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber so hat man ein bisschen eine Eselsbrücke. Kann man so ein bisschen auch streuen. Muss nicht alles immer so staubtrocken sein. Ja? Okay, also bist du ein Meister oder in anderen Übersetzungen steht, bist du der Meister, der Lehrer in Israel und weißt das nicht? Weißt du nichts von der Neugeburt? Warum weißt du das nicht, Nikodemus? Das ist ja ein Tadel eigentlich, oder? Und dann in Vers 10 weiter, Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja? Ganz wichtige Passage. Sehr bekannt in der Christenheit. Habe ich auch ganz viele Bibelstellen schon, Stunden schon drüber gehört. Ja? Man glaubt kaum, dass man hier noch was finden könnte. Das scheint alles abgegrast zu sein. Das sind so ausgetretene Pfade eigentlich. Ja? Jesus redet mit dem Nikodemus über zwei Themen. Ja? Er redet mit ihm über die Wiedergeburt und er redet mit ihm über Golgatha. Das sind die zwei Themen. Ja? Er sagt, du musst von Neuem geboren werden und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Das hat Nikodemus hier noch nicht verstanden, was Jesus mit dem Erhöhen meint. Ja, da ist Nikodemus nach Hause gegangen und hat gesagt, das verstehe ich nicht. Als er Jesus sieht, wie er gekreuzigt ist, ja, und unterm Kreuz steht, da sagt er, jetzt ist er erhöht. Da hat er es verstanden. Und dann hat er auch geglaubt. Und so, glaube ich, ist es auch mit uns, mit der Bibel, wenn wir die Bibel verstehen und sehen, dass die Bibel wahr ist. Warum sollen wir das nicht glauben, was wahr ist? Ja? Und so funktioniert eigentlich Bibelstunde. Wir zeigen, dass die Bibel wahr ist. Also über diese beiden Themen spricht Jesus mit Nikodemus, die Wiedergeburt und Golgatha, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden. Wenn man in den Himmel kommen will, braucht man diese beiden Dinge. Ja? Golgatha, weil sonst gibt es keine Sündenvergebung. Aber ich muss auch glauben. Ich muss wiedergeboren sein. Diese beiden Dinge braucht man zum Heil. Wovon wir heute Abend sprechen, ist also keine
erkenntnistheoretische, abseitige Sache in der Bibel, sondern wir reden über das Zentralste in der Schrift überhaupt, nämlich wie ich selig werden kann, wie ich gerettet werden kann. Und dazu musste Christus sterben und auferstehen und dazu sind wir zum Glauben aufgerufen. Und das sind die beiden Stellen, über die Jesus mit Nikodemus spricht. Ja? Ich sage das bewusst, weil wir uns gleich auch in etwas prophetische Dinge reinbegeben werden. Aber ich sage, wir nehmen hier den Ausgang in Johannes 3 und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil wir zu den Füßen Jesu sitzen. Ja? Also wir fangen jetzt nicht mit der 17. Posaune und der 35. Zornschale an, ja, und schwelgen in irgendwelchen Dingen, sondern wir fangen hier beim Meister an. Bei Jesus müssen wir zuhören. Er, von dort geht alles aus und zu ihm geht auch alles hin. Ja? Das heißt also hier, wenn er von Golgatha spricht, sprechen wir vom objektiven Heil und hier bei der Wiedergeburt vom subjektiven Heil. Ja, das objektive Heil Golgatha, das ist geschehen, das ist Fakt und das kann niemand mehr ungeschehen machen. Das ist das Schöne. Ja? Das kann kein Engel und kein Teufel zurückholen. Golgatha ist Fakt. Ja? Und weil Johannes sagt, sieh, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt und wir auch zur Welt gehören, wissen wir, dass unsere Schuld getragen ist. Und da ist unsere Heilsgewissheit. Da machen wir das fest. Nicht in dem, was wir fühlen, ob wir konfirmiert sind oder getauft oder ob wir genug beten oder genug glauben, sondern wir machen das an Fakten fest, an der Tatsache Golgatha. Das ist das objektive Heil. Golgatha ist ein für alle Mal geschehen, nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist Fakt. Wir glauben an Tatsachen. Ja? Wir glauben lange nicht alles. Ich hoffe, ihr glaubt auch nicht alles, oder? Von Woche zu Woche glaubt man ja weniger eigentlich, ja? Ist das so? Ja? Wir glauben bei weitem nicht alles. Aber was uns überzeugt hat, das glauben wir. Und das bekennen wir auch, ja? Okay. Also Mose in der Wüste, die Schlange, das objektive Heil, das subjektive Heil. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Wenn ich in den Himmel kommen will, muss ich die beiden Sachen haben. Das heißt, Jesus und Nikodemus reden nicht über irgendetwas, sondern über ganz zentrale Glaubensthemen. So, jetzt kommt Nikodemus zu Jesus und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, setz dich hin, du weißt gar nichts. Wie soll ich dir das erklären, Nikodemus? Du bist ein Theologe, das ist schwierig mit Theologen. Das ist wie der Wind, ja? Du siehst ja den Wind wehen hin und her, du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. So musst du dir das vorstellen, Nikodemus. Jesus übernimmt also hier das Gespräch und er sagt, Nikodemus, wenn du kommst, auch wenn du ein Oberster aus den Lehrern und den Rabbinern bist, musst du doch zuhören. Ja? Und Jesus übernimmt das Thema sehr schnell und sagt, jetzt lass uns mal über mein Wort reden, denn hier kommt ein Lehrer des Wortes zum Eigentümer. Ja? Zum Eigentümer des Wortes. Und jetzt fordert ihn Jesus heraus, ja? Und jetzt spricht er mit ihm über etwas, was Nikodemus hätte wissen können und doch nicht wusste. Ja? Er sagt nämlich zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Soll er zum zweiten Mal geboren werden? Also er versteht es ganz irdisch, konkret, biologisch. Wie soll er es auch sonst verstehen? Ja? Wir jetzt nach 2000 Jahren, rückblickend auf das Gespräch und wegen mir auch nochmal 800 Jahre weiter vor, bis zu Hiskia, wir haben ja eine ganz andere Perspektive als er. Dass er überfordert war, ist gar kein Wunder eigentlich. Ja? Jesus macht das bewusst. Und er sagt zu ihm, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, das ist für uns, dieser Vers ist für uns auch ganz, ganz bekannt. Das ist Handgepäck für uns. Für Nikodemus war das komplett neu. Der kannte die Geschichte aus dem Alten Testament, ja? Der wusste, die Gemara sagt halt, dass Nachasch, ja, Schlange, dieselben Zahlenwert hat wie Messias. Und die Juden wissen nicht, war das ein Schlangenmessias? Wieso werden die alle bewahrt, wenn die auf die Schlange gucken? Die Schlange war doch was Böses. Wieso hat es mir Messias? Das war das, was bei ihm im Kopf rumging, ja? Wir lesen das ganz anders. Wir lesen das als evangelikale Christen. Aber versetzt euch mal, soweit es geht, in den Nikodemus zurück. Ja? Wenn Jesus zu ihm sagt, dass des Menschensohn erhöht werden muss, wer ist denn dieser Menschensohn? Ja? War das der, der vor ihm saß? Ja, wir wissen das, aber Nikodemus, wusste der das auch? Das sind alles Fragen, die in dem Text auch drin sind.
Und wenn wir uns da näher mit beschäftigen, dann sehen wir halt, also um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, dass diese beiden Themen die Themen waren, über die Jesus mit Nikodemus sprach. Für das Kreuz von Golgatha gibt er Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament. Ja? Ein Wortbild. Er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, ja, das Volk Gottes hat ja gemurrt, da schickt Gott feurige Schlangen unter das Volk, die das Volk beißen. Und dann schreit Mose zu Gott und Gott sagt, richte eine bronzene Schlange auf einen Stab und alle, die darauf schauen, nicht die daran arbeiten an ihren Giftspritzern, ja, sondern die im Glauben darauf schauen, die werden bewahrt. Ein wunderschönes Bild auf Golgatha. Ja? Glaube, hinschauen. Spurgeon hat immer gesagt, schaut auf Jesus, schau auf ihn, schau, was er gemacht hat. Da ist alles sicher, alles gut. Ja? Das heißt also, Jesus gibt Nikodemus für das Kreuz, das hat er Nikodemus damals noch nicht verstanden, aber er gibt ihm zumindest mal auch uns, gibt ja ein Bild aus dem Alten Testament für diese eherne Schlange. Entschuldigung, für Golgatha, und zwar dieses Bild der ehernen Schlange von Mose, der diese Schlange in der Wüste erhöht hat. Für die Wiedergeburt gibt er Nikodemus aber kein Bild. Ja? Er lässt das offen. Bis heute. Ich frage seit über 30 Jahren jeden, der es hören und nicht hören will, wo ist denn im Alten Testament die Rede von der Wiedergeburt? Und alle, bis auf einen, der ist Bibellehrer. Einer hat noch Jesaja 66 zitiert, der ist aber Bibellehrer und der kennt sich ein bisschen im Alten Testament aus. Alle anderen, wenn sie denn geantwortet haben, viele haben gesagt, ich weiß es nicht, alle anderen haben gesagt, in Hesekiel. Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Alle sagen, in Hesekiel steht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Hesekiel 11 und Hesekiel 36. Alle haben das gesagt. Auch Bibellehrer haben das gesagt. Ja, ich habe heute Abend ein bisschen geprahlt am Tisch, ich kenne ein paar Bibellehrer. Ja, und habe mich da so ein bisschen umgetan da auch. Und überall habe ich gefragt und alle sagen Hesekiel. Aber in Hesekiel steht nichts von Wiedergeburt. In Hesekiel steht von Herztransplantation, ja, und von Geistesgabe. Aber ihr wisst es auch, wenn ihr im Krankenhaus auf die Kindergebärstation geht, also Kreissaal ist im anderen Flur als Herztransplantation, oder? Das ist was ganz anderes. Natürlich wissen wir, wenn jemand im neutestamentlichen Sinn ein neues Herz bekommen hat, wenn jemand im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist bekommen hat, dann ist er Christ, dann ist er gläubig, dann ist er auch wiedergeboren. Ja? Das, klar, das ist aber nur mittelbar. Ja? Jesus sagt das ja auch nicht zu Nikodemus. Hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, Nikodemus, du brauchst einen neuen Geist und ein neues Herz, dann wäre Nikodemus sofort Hesekiel eingefallen. Warum? Weil er der Lehrer Israels war und wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig kannte. Nicht so wie wir. Dagegen sind wir Stümper. Gegen den Mann, der dort steht, ja, der da zu Jesus kommt, gegen diese beiden Männer, die da sind. Ja. Ja. Und Jesus hat aber zu Nikodemus nicht gesagt, du brauchst ein neues Herz und du brauchst einen neuen Geist. Jesus sagt etwas komplett anderes. Er sagt, du musst ganz von Neuem geboren werden. Und das war zu viel für Nikodemus. Dafür hat er keine Bibelstelle gehabt. Ja? Und reagiert, wie man als Mensch reagieren würde und sagt, ja, wie Geburt. Du meinst, ich müsste, aber ich bin ja schon 50, sagt er. Ja, wie soll denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von neuem geboren? Wovon redest du? Ja? Und er ist ja nicht mal aufbrausend, der Nikodemus. Er war ja ein Mensch, war kein Krokodil. Ja, der hört ja zu, der denkt mal mit, der versucht zu verstehen, was Jesus da sagt. Okay, also Jesus gibt für Golgatha ein Bild aus dem Alten Testament, die eherne Schlange, ihm und uns. Aber für die Wiedergeburt gibt er ihm kein Bild aus dem Alten Testament, aber er tadelt ihn. Er sagt, wieso weißt du denn nichts davon, Nikodemus? Du bist doch der Lehrer Israels. Woher hätte Nikodemus das wissen können? Aus dem Alten Testament. Warum? Naja, weil das Neue noch nicht geschrieben war. Ja? Es gab noch gar kein Neues Testament. Und er sagte, du bist in deiner Eigenschaft als Lehrer Israels müsstest du das wissen. Was hat denn der Lehrer Israels an Wissen vermittelt? Naja, den Tanach, das Alte Testament. Also muss ja im Alten Testament von der Wiedergeburt drinstehen. Von Golgatha steht doch auch im Alten Testament, oder? Nicht wörtlich, aber viele, viele Bilder.
die Opfervorschriften, Isaak und all diese ganzen Sachen, die wir kennen aus dem Alten Testament, und die eherne Schlange. Und das alles verstehen wir Christen auf Golgatha, auf Jesus. Ja? Also muss aber doch dann, wenn Jesus Nikodemus tadelt, im Alten Testament auch sowohl Golgatha als auch die Wiedergeburt vorhanden sein. Aber alle, die ich gefragt habe, und da waren promovierte Theologen bei, also Doktor der Theologie, die sagen alle Hesekiel. Und ich sage, ja, aber du bist im falschen Flur. Der Kreißsaal ist woanders. Ja? Es geht um Geburt. Ja? Versteht ihr das Dilemma bei dem ganzen Thema? Woher hätte Nikodemus von Golgatha wissen können? Naja, aus dem Alten Testament. Ja? Die Stellen kennen wir alle, das ist Handgepäck für uns. Ja? Isaak trägt das Brandopferholz auf dem Berg Moria, wo Abraham seinen ersten Sohn opfern soll. Gott hat seinen Sohn dort geopfert. Ja? Bild auf Golgatha. Der Auszug aus Ägypten, Blut an die Türpfosten gestrichen. Der Sündenbock, auf dem wurde die Sünde gelegt, der wurde außerhalb des Lagers wurde der gebracht, der ist in der Wüste dann irgendwo umgekommen. Jesus außerhalb des Lagers geopfert. Verflucht ist, wer am Holz hängt. 5. Mose 21, zitiert Paulus in Galater 3. Alles, was im Alten Testament steht, ist im Neuen Testament und umgekehrt. Man braucht beides, ja, um es zu verstehen. Alle Sünden, Schuld, Schlacht und Speisopfer. Und natürlich auch, wenn Mose die eherne Schlange in der Wüste erhöht. Alles Bilder auf Golgatha. Kennen wir, Handgepäck, haben wir kein Problem mit. Aber wenn man fragt, wo die Wiedergeburt im Alten Testament ist, hängen im Schacht, haben wir bei der Bundeswehr gesagt, ja. Da geht es nicht mehr vor und zurück. Hilfsweise nimmt man dann Hesekiel 11 und Hesekiel 36, versucht es damit zu erklären. Und manche wissen noch von Jesaja 66, aber dann hört es auf. Ja, aber bitteschön, Moment, wir reden doch über heilsnotwendige Dinge. Wir reden doch nicht über irgendein Randthema. Wir reden über Themen, die notwendig sind, um in den Himmel zu kommen. Warum wissen wir nichts davon? Versteht ihr? Das ist ja fast so, als ob man nichts von Golgatha wüsste. Weil man braucht beides. Man braucht Golgatha und man braucht aber auch die Wiedergeburt. Und wo ist die denn im Alten Testament? Und das fand ich so, das ist die spannendste Zeit meines Lebens gewesen, also als ich dem da nachgeforscht habe. Und es geht bisher immer noch so weiter. Ja? Die Bibel ist das spannendste Buch der Welt. Ja? Es gibt nichts Schlimmeres als langweilige Bibelstunden. Ja? Es gibt alle möglichen Sünden in der Welt. Die Christen denken immer an ganz bestimmte Sünden, aber das ist kein Vergleich gegen Langeweile. Das ist ja eine schlimme Sache, ja. Gott hat so ein liebevolles Wort gegeben, ja, und da machen da Menschen so Langeweile. Das geht gar nicht, ja. Ihr wisst, wie ich das meine, ja. Okay, aber wo finden wir denn die Wiedergeburt im Alten Testament, ja? Also das ist diese Stelle Hesekiel 11. Ich will ihnen, übrigens Israel, ja, nicht euch Heiden, ja, nicht euch Goyim. Sondern Israel will Gott ein anderes Herz und einen neuen Geist geben und er will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das kommt noch. Ja? Aber hier steht nichts von Geburt, nur ein neues Herz. Ja? Weil im tausendjährigen Reich gibt es keine Wiedergeburt mehr. Wenn die Gemeinde entrückt ist, gibt es keine Wiedergeburt mehr. Die Wiedergeburt gab es zum ersten Mal zu Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem und die gibt es durch die Zeit weg, die Gnadenzeit bis zur Entrückung. Wenn die Gemeinde entrückt ist, gibt es keine Wiedergeburt mehr. Die Menschen im tausendjährigen Reich, die werden so glauben wie im Alten Testament. Deswegen gibt es da ja auch wieder einen Tempel, ja, Hesekiel. Was wir jetzt haben, ist eine so große Gnade, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, sagt Petrus, ja. Das ist aller Opfer wert. Und das gibt es nur jetzt und nur für uns. Und die Zeit geht zu Ende. Ja? Okay. Also Hesekiel 11, Hesekiel 36, im Prinzip genau dasselbe, nochmal wiederholt. Ja? Ich will euch, Israel, ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und so weiter. Hier geht es um Herztransplantation. Ja? Nochmal, natürlich, wenn jemand ein neues Herz bekommen hat, ihr versteht das, ja? Wenn jemand im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist bekommen hat, natürlich ist er dann Christ, dann ist er wiedergeboren, dann erfüllt er die Ansprüche auch, wenn man so sagen will. Aber Jesus redet mit Nikodemus ja über etwas anderes. Ja, er sagt nicht zu Nikodemus, du brauchst einen neuen Geist und du brauchst ein neues Herz. Dann hätte es sofort hier eingerastet bei Nikodemus. Er hat gesagt, ja, weiß ich, Hesekiel 11. Macht Jesus nicht. Jesus macht was ganz anderes. Ja? Jesus sagt,
Der ganze Mensch, Herz, Lunge, Niere, Knochen, Haut, alles, der ganze Mensch muss neu. Eine neue Natur, ja? Wo Paulus von geschrieben hat, im Römerbrief speziell. Ja? Also das haben wir schon, habe ich ja, ja, Hesekiel 11 und 36, das ist Herztransplantation und Geistesgabe, aber keine Geburt. Und jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Ja? Jetzt, wo, und jetzt, wie gehen wir da vorwärts? Ja? Ja? Also das tut Jesus nicht. Er sagt nicht, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist. Sonst hätte Nikodemus sofort an Hesekiel gedacht. Jesus tut das aber nicht. Er sagt, du musst von Neuem, ganz von Neuem geboren werden. Und Nikodemus denkt so, wie viele Theologen heute über den dritten Tempel, wenn ich das vorwegnehmen darf, die glauben, dass das ein physischer Tempel ist, den man bauen muss. Ja? Das ist ganz irdisch, physisch, konkret gedacht. So wie Nikodemus hier biologisch an seine biologische Geburt gedacht hat, so irdisch denken die über diesen Tempel, diesen dritten Tempel. Ist auch spannend, ja? Paulus schreibt mal vom irdisch gesinnt sein. Aber kommen wir vielleicht auch später noch zu. Also Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden und damit überfordert er den Nikodemus vollends. Und jetzt schauen wir uns ein paar Stellen im Alten Testament an, die von Geburt sprechen. Und dann habt ihr im Hinterkopf schon wieder Hiskia irgendwo, ja? Da wird ja Jerusalem belagert mit den 185.000 Assyrern. Und der Hiskia sagt, das ist so, als ob Kinder geboren werden sollen, aber es ist keine Kraft da, die zu gebären. Ja? Und dasselbe Bild der Geburt finden wir immer, wenn Jerusalem belagert wird. Zum Beispiel hier bei Jeremia 4. Da sagt der Jeremia, horch, es kommt ein Geschrei von Dan her, vom Norden. Und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim. Die Babylonier rücken gegen Jerusalem an, ja. Sagt an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem herlagern wie die Wächter auf dem Felde, denn es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Jerusalem wird gewarnt davor, dass die Babylonier kommen, Jerusalem zum Gericht. Nebukadnezar, ja? 605 vor Christus. Und dann geht's weiter. Denn ich höre ein Geschrei wie einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet, ach weh mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. Jetzt sind wir im Kreissaal, oder? Oder? Hier geht es erstaunlicherweise wieder um Geburt. Also als die Assyrer Jerusalem belagert haben, da ging es irgendwie um Geburt. Und jetzt kommen die Babylonier hier im Jeremia 605, Nebukadnezar, und die Stadt wird wieder belagert und es geht wieder um Geburt. Und es scheint so zu sein, als ob die Könige und die Propheten die Belagerung Jerusalems und die Angst derer, die in der Stadt belagert sind, vergleicht mit einer Frau, die in Wehen kommt und kurz vor der Geburt ist. Ja? Die sind also eingeschlossen in Jerusalem. Hiskia und Jesaja, haben wir eben gelesen, ja, sind in Jerusalem isoliert, außenrum lauter Assyrer und die haben Angst. Die schreien zu Gott, hilf uns. Ja? Und diese Angst ist so, als ob die Tochter Zion in Druck gerät, in Wehen gerät. Und das ist ein prophetisches Bild. Ja? Und immer wenn Jerusalem belagert wurde, und da gab es drei Belagerungen, sprechen die Könige oder die Propheten davon, als ob Zion in Wehen wäre. Jesus tut das auch mal in der Endzeitreden. Ja, ihr werdet hören von Kriegen und Geschrei von Kriegen und Seuchen und teure Zeit und all die Sachen, die man mit Corona jetzt immer da zitiert auch. Das alles ist der Anfang der Odinai, der Geburtswehen. Ja, Jesus redet von Wehen für die letzte Zeit. Ja, wer soll denn da schwanger sein? Und wird da auch geboren? Und was wird denn da geboren? Das sind alles Fragen, die offen sind und die kaum beantwortet werden, ja? Also, hier in Jeremia hat man auf jeden Fall schon wieder eine Bibelstelle, jetzt bei der Belagerung durch die Babylonier, die auch von einer Gebärenden sprechen, ja? Da wird Jerusalem mit einer Gebärenden verglichen. Jeremia 30, Vers 6, noch verrückter. Also wer ein bisschen on ist, das ist woke hier, glaube ich, ja, das ist, ja, können Männer Kinder gebären, das ist sehr modern heute, ja. Also es wird immer verrückter, oder?
Ich bin auch, oder ich werde immer altmodischer, ich, keine Ahnung. Ja? Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Jerusalem wird belagert und es ist sogar so, als ob die Männer Kinder kriegen. Das ist ja fast so, als ob Gott sagt, stolpert ihr langsam hier drüber, ihr Schriftgelehrten? Merkt ihr, dass hier was ganz Seltsames im Schwange ist? Etwas ganz Geheimnisvolles? Nikodemus, hast du das auch gelesen? Ja? Das ist doch seltsam, das passt doch überhaupt nicht zu der Situation damals. Was redet denn der Jeremia dort? Ist das prophetisches Wort? Oder ist das da irgendwie zufällig reingekommen? Ja? Wenn das Gottes Wort ist, was hat das zu sagen? Hat das zu tun mit der Wiedergeburt im Neuen Testament? Mit unserer, mit eurer Wiedergeburt? Haben wir da auch einen Anteil dran? Was ist das denn? Ja? Und wenn ihr dran denkt, wir hatten diese zwei Themen, wir hatten Golgatha und die Wiedergeburt. Golgatha finden wir im Alten Testament, aber nicht wörtlich. Ja, wir finden nicht Kreuz von Golgatha im Alten Testament. Nirgendwo. Aber Bilder. Ganz viele Bilder. Deswegen sind wir Christen und keine Juden. Ja? Sonst wären wir ja Juden. Aber wir verstehen diese ganzen Bilder als Bilder auf Golgatha, wo unser Herr Jesus gestorben und auferstanden ist. Ja? Und dann gibt es ein zweites Bild, eine zweite Heilstatsache der Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt finden wir im Alten Testament auch nicht wörtlich, aber wir finden Bilder. Und jetzt haben wir schon drei gesehen, Bilder. Und diese Bilder stehen immer in Verbindung mit der Stadt Jerusalem. Immer. Und es gibt viel, viel mehr im Alten Testament als nur die drei. Wir haben jetzt immer so ein bisschen daran gehaucht, ja, was da so im Alten Testament alles enthalten ist. Micha 4. Warum schreist du denn jetzt so laut, in Klammern, Tochter Zion? Ist der König nicht bei dir? Oder sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich also das Weh angekommen ist, wie eine in Kindsnöten? Leide doch solch Weh und Kreisal. Ha? Kreisal kommt von Kreisen, Schreien. Ja? Ich habe immer auch gedacht, der wäre rund, aber ist nicht so. Ja? Das ist ein altdeutsches Wort und heißt Kreisen. Das ist Kreisal jetzt. Seid ihr bei mir? Ja? Ich lüge euch nicht an. Ja? Leide doch solch Weh und schreie, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Jetzt sind wir im richtigen Flur. Ja? Das heißt also, auch in Micha 4 haben wir wieder eine Bibelstelle, wo Zion in Wehen kommt. Und zwar ganz oft. Wehe, wehe, Kindsnot, Kindsnot, in so einem kurzen Vers. Ja? Da ist es ganz bekannt, Micha 5, von dem Herrn Jesus, der in Bethlehem geboren ist, liest man immer zu Weihnachten, Micha 5, Vers 1 eigentlich. Ja, ich habe jetzt nur den Vers 3 hier für euch mitgenommen. Aber das sind zwei Stellen in Micha, stehen ganz eng zusammen auch. Da steht, indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, auch geboren habe. Aha, irgendjemand soll gebären. Soll vielleicht Jerusalem gebären? Und steht hier vielleicht sogar, dass Jerusalem gebären wird? Wird die so lange geplagt, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, in Klammern Zion, auch geboren hat? Ich glaube schon. Hier steht also, wenn man jetzt einen Sprung machen würde, dass Jesus, wenn er in Matthäus 24 davon spricht, dass das alles der Anfang der Wehen sein wird in der Endzeit, dass nicht nur Wehen kommen, sondern dass sie auch gebären wird. Wer denn Jerusalem? Was würde das denn bedeuten? Das würde bedeuten, dass die Stadt Jerusalem im hohen Alter von 2000 Jahren unerwartet zur Wiedergeburt kommt. Hups. Das ist aber ein seltsamer Gedanke. Also die Juden in Jerusalem oder die dann vielleicht noch drin sind, die dort eingeschlossen werden durch einen Krieg, kommen an einem Tag zum Glauben an Jesus und das heißt, die Tochter Zion gebiert? Ja. Und das ist erstmal ein ganz fremder Gedanke. Weil nämlich alle Endzeitmodelle, die wir so kennen in der evangelikalen Welt, und da gibt es ja bekannte Vertreter, ich nenne jetzt heute keinen Namen, vielleicht morgen, ja. Die, und ich habe das auch immer so gehört, ja, die sagen ja, die Gemeinde hat zu Pfingsten angefangen und
die wird dann irgendwann beendet sein mit der Entrückung. Und die Entrückung kann jederzeit kommen. Morgen, heute noch. Ich bin, als ich gläubig geworden bin, in Brüdergemeinden gewesen, habe viel gelernt dort. Ja, die sind gut dabei, die kennen die Bibel sehr, sehr gut. Und da war immer die Aussage, die Entrückung kann heute noch sein. Und wenn er heute noch käme, gibt es ein Buch, Emil Sauer, glaube ich. Ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig. Ja. Also da ist die Naherwartung eine ganz, ganz wichtige Sache auch. Und ich lebe auch in der Naherwartung. Ja. Aber ich lebe in der Naherwartung in biblischen Zeiträumen. Nicht 3, 2, 1, meins. Ja? eBay heißt es, glaube ich, ja? Eben bestellt, jetzt schon geliefert, ja? So schnell geht das nicht. Warum nicht? Weil Jesus das sagt. Fasset eure Seelen in Geduld. Das Ende kommt noch nicht so schnell, sagt er, oder? Das ist eine gewisse Nüchternheit, die wir da an den Tag legen. Und ich habe das mal versucht, jeden Tag auf Jesus zu warten. Das hält man nicht lange aus. Und da entsteht so eine Inflation der Erwartung. Bei mir zumindest, ja? Paulus sagt, seid nüchtern. Denkt genau und guckt genau, was in der Bibel steht. Jesus sagt, das Ende kommt noch nicht so schnell. Das alles ist der Anfang der Wehen. Fasset eure Seelen in Geduld. Ja? Gehört für mich zu der Lebensnüchternheit auch dazu. Ja? Wenn ihr in Urlaub fahrt ans Meer, ach du lieber Herrin, haben wir unsere Eltern, Mama, kann man das Meer schon sehen? Ja, das haben wir ja schon, also als wir am Ortsausgang rausgefahren sind, haben wir das schon gefragt. Ja? Kann man das Meer schon sehen? Dann kamen die Schwarz-Weiß-Berge, Schweiz, ja, die Berge waren von der Entfernung, waren die immer unten schwarz und oben weiß. Ja? Das war für uns so ein Zeichen, das Meer kommt auch gleich. Ja? Kommt ja direkt dahinter auch. So ist die Erwartung vieler Christen und ich empfinde das als etwas unnüchtern. Ich will das nicht kritisieren. Ich freue mich, wenn Menschen auf das Kommen Jesu warten und da warte ich ja auch drauf, ja, keine Frage. Aber ich warte da in biblischen Zeiträumen drauf. Und das kann Dekaden und Halbdekaden sein. Aber gut, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich will euch nur zeigen, es gibt erstaunlicherweise im Alten Testament ganz schräge Bibelstellen, die von dem Thema Geburt sprechen. Sogar Männer sollen da Kinder gebären. Und irgendwie soll jemand geplagt werden, so lange, bis sie dann auch geboren habe. Ja, das ist die Tochter Zion. Woher wissen wir das? Naja, aus diesen Stellen hier oben, die wir schon gelesen haben, von der Tochter Zion hier in Micha Kapitel 4 und Micha Kapitel 5, wenn man das zusammennimmt, dann sieht man, hier geht es um die Tochter Zion. Die soll in Wehen kommen und die soll gebären. Hat Jerusalem schon mal geboren? Ja, oder? Wann denn? Zu Pfingsten. Jetzt verlassen wir kurz die Folien. War Jerusalem da belagert? Nein. Hat die Tochter Zion denn dann Wehen gehabt? Nein. Ja, Moment mal. Das heißt, Jerusalem hat die Tochter Zion hat geboren ohne Wehen? Ja. Geht sowas? Nein. Ja? Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ja? Dass ein Land oder ein Volk an einem Tag geboren wird. Und zwar ehe, denn sie Wehen hatte, ist sie eines Knaben genesen. Ja? Das ist Jesaja 66. Das hat der Bibellehrer zu mir gesagt. Ja? Der war schon ganz nah dran. Alle sagen aber, das ist die Wiedergeburt des Staates Israel. Das hört ihr ganz oft. Aber die Wiedergeburt des Staates Israel, dieser Begriff ist ein zionistischer Begriff derer, die gerne den Staat Israel wieder gründen wollten. Und die sagen, Jesaja 66, also Amir Zafati zum Beispiel, ein messianischer Jude, der auch darüber spricht, der sagt, Jesaja 66 spricht von der Wiedergeburt des Staates Israel. Und sage ich, nö, steht da nicht. Ja, das steht von Jerusalem. Das heißt also, Jerusalem, ich erzähle euch auch gar nichts Neues eigentlich. Ja, ich erzähle euch eine ganz alte Geschichte, ich sage das immer gerne. Weil es zeigt ja, dass wir ziehen das Ganze ins Alte Testament und aus dem Alten Testament führen wir das auch wieder ins Neue Testament, weil das hängt alles zusammen. Man darf das nicht voneinander lösen. Das heißt also, dass Jerusalem schon mal geboren hat, aber ohne Wehen. Wann denn? Zu Pfingsten. Warum? Na, weil Jerusalem nicht belagert war. Die Römer waren im Land, aber es gab keine aktuelle Belagerung. Es war Pax Augustana, römischer Friede. Ja? Die Juden haben diesen Frieden gebrochen. 66 nach Christus, ja, dritter jüdischer Krieg. Aber zur Zeit, als Pfingsten da war, war keine Belagerung Jerusalems. Dann hat die Tochter Zion geboren ohne Wehen, ja. Ja, dann ist Jesaja 66 ja schon erfüllt, ja. Ja, dann hat Jesaja 66 schon von Pfingsten geschrieben, ja. Merkt ihr das? Das hängt zusammen. Wir müssen das Alte Testament besser kennen, aber das lehrt uns kaum jemand, ja.
weil wir ja ganz andere Themen haben in den Gemeinden. Und das ist schade eigentlich, weil man daran beweisen kann, dass die Bibel wahr ist. Ja? Ja. Wie kommst du da drauf? Ja, Zion ist ein Kosename für Jerusalem. Ja? Also ein ganz lieber Kosename eigentlich, so wie man heute Schatzi vielleicht sagt. Ja? So ist Tochter Zion, ja, ist ein bisschen despektierlich, ja? Muss ich nachher rausschneiden. Ja, das ist der Kosename für Jerusalem. Der Berg Zion. Auf dem Berg Zion liegt Jerusalem. Ja? Zion ist der Kosename Gottes für Jerusalem. Ja? Oder Jesurun auch, ja? Findet man im Alten Testament. Ich sage nur deswegen Tochter Zion und sage nicht Jerusalem, weil bei der Tochter Zion assoziiert ihr mehr, dass es hier um eine weibliche Person handelt und die ist halt, das ist halt eher schwanger als Männer, aber Männer scheinbar auch in Jeremia. Ja? Aber die Tochter Zion, dann versteht man mehr, dass die in Wehen kommt und schwanger wird und auch gebären soll, wohl wie hier Micha wohl auch sagt. Ja? Das heißt also, dieses Wort, die Wiedergeburt Israels als Staat bei der Staatsgründung 1948, das hört ihr überall. Das kriegt ihr reflexhaft von allen Pastoren auch so gesagt. Ja? Ich meine aber etwas anderes. Ich meine die Wiedergeburt Jerusalems. Und da sagen dann viele zu mir, das hat nichts miteinander zu tun, weil wir sind jetzt Christen und irgendwann kommt die Entrückung unerwartet. Keiner weiß, wann die kommt. Blub ist sie da, in Atomos, in einem Nu werden wir verwandelt, sind wir weg. Und im tausendjährigen Reich, da hat auch Jerusalem wieder seine Aufgabe. Ja, so wird gesagt. Das wird mir entgegnet auch. Ja? Und ich sage euch das auch ganz offen, damit ihr das wisst, ihr müsst beide Seiten kennen. Ja? Hilft ja nichts, nur eine Seite zu zeigen. Und das ist, kann man auch ganz offen umgehen mit. Ja? Aber ich glaube, dass das sich anders verhält. Warum? Weil Jerusalem ja schon mal geboren hat. Und zwar ohne Wehen zu Pfingsten. Jetzt sagt aber Jesus, für die Endzeit, das alles ist der Anfang der Wehen. Also kommt Jerusalem ja nochmal in Wehen. Und wird dann auch gebären. Aha, das würde ja bedeuten, die Gemeinde Jesu hat in Jerusalem begonnen. Von da aus ist sie in die ganze Welt gegangen, bis ins Schwabeländle, ja, zu den Germanen, bis nach Grönland und nach Brasilien. Und am Ende der Zeit geht das Evangelium wieder nach Hause, da wo es herkam, nach Jerusalem. Und wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus gekommen ist, dann ist die Gemeinde Jesu vollständig. Dann dauert es nicht mehr lange, bis Jesus kommt. In biblischen Zeiträumen, Dekaden und Halbdekaden. Ja? Das bedeutet aber, wenn das ist, was wir hier gezeigt bekommen, dann kann ja die Endzeit nur in Erfüllung gehen, wenn es einen Staat Israel gäbe, mit einer Stadt Jerusalem. Und das haben wir seit über 70 Jahren. Ja? Wir sind die Generation, die mit Augen sehen kann, dass diese Prophetien hier wieder in Erfüllung gehen könnten. Wir sind diese Generation, ihr seid das. Und um es noch schlimmer zu machen, diese Jungfrau, die Tochter Zion, ist schon ziemlich alt. 74 Jahre. Ja? Da sollte aber doch eine Jungfrau gebären. Hat Gott so viel Geduld mit uns? Offensichtlich. Es ist Zeit für uns, die Sache mit Jesus festzumachen. Ja? Das ist die Nettobotschaft. Aber gut, das, der Gedanke nur am Ende. Aber ihr seht plötzlich, jetzt lesen wir Bibelstellen, die der Nikodemus so nicht parat hatte. Das tun wir aus Gottes Gnade und weil wir das ganze Neue Testament haben und nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und Gemeindezeit. Und plötzlich tauchen diese Stellen auf aus dem Alten Testament. Ja? Also, da ist hergesagt, dass Jerusalem, dass da Zion, die Tochter Zion, nicht nur geplagt wird an sich, ja, und Wehen bekommt, sondern dass sie auch so lange geplagt wird, bis sie geboren hat. Das steht hier in dem Vers. Mehr sage ich auch nicht. Ja? Das heißt, es gab also eine Geburt Jerusalem, Wiedergeburt, eine Geburt Zions ohne Wehen vor 2000 Jahren und es wird nochmal eine Geburt Zions mit Wehen geben, mit Belagerung. Wann denn? In der Endzeit. Könnte das heute sein? Ja. Warum? Weil Israel da ist. Punkt 1. Punkt 2, weil Jerusalem da ist. Punkt 3, weil Gottes Geist da ist.
Ja? Denn Gottes Geist gehört ja auch dazu. Das heißt, wir hätten also heute alles das, was notwendig wäre, um diese Verheißung wieder in Erfüllung zu bringen. Und wir müssten hellwach sein. Und Entschuldigung, die Christenheit schläft. Der große Teil der Christenheit schläft. Die beschäftigen sich mit ganz seltsamen Dingen, die ich von hier vorne überhaupt nicht sagen will. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Die schlafen einen ganz seltsamen Schlaf. Wir dürfen hellwach sein. Das ist meine Naherwartung, dass sich das hier bewegt plötzlich. Ja? Das ist etwas Schönes. Ja? Also alle diese Bibelstellen, die wir gelesen haben, stehen in Verbindung mit Jerusalem und dessen Belagerung durch ein ausländisches Heer. Dabei wird die Angst der Bürger von Jerusalem während der Belagerung mit Geburtswehen verglichen. Auch 2. Könige 19 gehört dazu. Und den Vers, den können wir jetzt gut verstehen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu 2. Könige 19, da steht, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, weil der Assyrer vor der Stadt steht und böse Dinge in die Stadt ruft. Wie wenn eben Kinder geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Das heißt, wenn Jerusalem in der letzten Zeit belagert wird, in Wehen kommt und zur Wiedergeburt kommt, dann ist das hier, was Hiskia erlebt hat, ein Modellfall gewesen. Ja, ein prophetischer Modellfall. Modell 1 zu 50. Während die Wesenheit und die Erfüllung noch aussteht und wir in einer Zeit leben, wo das kommen könnte. Das heißt also, damals haben die Assyrer Jerusalem belagert, ein ausländisches Heer. Jerusalem war isoliert, Israel war zerbrochen in 2 Teile, war komplett besetzt vom Iran. Ja? Und die Stadt Jerusalem ist belagert worden hier. Und jetzt sagt Hiskia prophetisch auf diese endzeitliche Erfüllung, die noch kommen wird, das ist ein Tag der Not, als wenn Kinder geboren werden sollen, als ob die Stadt Jerusalem jetzt wiedergeboren werden könnte, aber es ist keine Kraft da, sie zu gebären. Warum war denn keine Kraft da? Weil Gottes Geist noch gar nicht ausgegossen war. Ja? Wann wurde der denn ausgegossen? Zu Pfingsten. 30 nach Christus. 32, 33, man weiß es nicht genau. So in der Gegend, ja? Hier sind wir aber 733 vor Christus. Also erst fast 800 Jahre später wird Gottes Geist ausgegossen. Das heißt, zur Zeit Hiskias war noch gar keine Geisteskraft da, der Tochter Zion zur Geburt zu verhelfen. Und plötzlich macht das alles Sinn. Das macht alles Sinn, das passt plötzlich. Und wenn man darüber nachdenkt, dann muss man sagen, dieser Vers, der kommt aus dem Text heraus und der wird dreidimensional. Ja, den kann man anschauen von allen Seiten und man sagt, jetzt weiß ich, was der Hiskia meinte. Das ist ein prophetisches Bild auf die Zukunft. Angenommen, heute würde Jerusalem von den Syrern belagert. Greifen, ja, weil die Iraner immer mehr anreichern. Die schaffen sich da wirklich Feinde, ja, also da wächst ja die Wut. Angenommen, die Zeiten ändern sich und die fangen irgendwann an, wer auch immer, und die greifen Israel an. Das steht ja in Sacharja auch, dass Israel nochmal in den Krieg kommt in der Endzeit. Und dass 2/3 der Israelis ums Leben kommt. Und das letzte Drittel wird nochmal geläutert, wird nochmal durchs Feuer geführt. Da bleibt dann nur ein ganz kleiner Teil überhaupt übrig von diesem Volk. Ja? Dieses ganze Volk wird gesiebt von Gott. Das heißt also, wir wissen aus Sacharja, dass in Israel nochmal ein Krieg kommt. Das sagt aber der Amir Zafati und die Evangelikalen, die sagen das nicht und die Zionisten schon gar nicht, weil die gerade so Israel mühsam über Wasser halten. Ja, wenn die ganze Prophetie sagen würden aus der Bibel, dann wäre das ja eine antizionistische Aussage. Die kann man ja staatspolitisch überhaupt nicht vertreten. Deswegen verschweigen die das euch alle. Ja? Aber wir wissen, dass so etwas kommt. Angenommen, Israel würde angegriffen. Angenommen, Israel würde erobert, wie die Schrift das sagt. Angenommen, die Truppen stehen dann vor der Tochter Zion. Was passiert dann? Ja, dann fliehen erstmal alle Araber. Die sind ja nicht blöd und lassen sich in Jerusalem belagern, oder? Also Wasserpfeifen, alle einpacken, Teppiche einpacken, ab nach Tel Aviv. Oder wo auch immer hin, ja? Die werden alle Jerusalem verlassen.
Die reichen Israelis werden Jerusalem auch verlassen. Die fliegen alle nach Brooklyn. Entweder Linie oder mit dem eigenen Flieger. Ich kenne die persönlich, ja? Also ich rede nicht vom grünen Tisch da. Die manche fliegen Linie, sind auch Hon, also wie sagt man da, also VIP-Kunde bei der Lufthansa. Die werden als Letzte ins Flugzeug geflogen, ist egal. Die werden alle Jerusalem verlassen. Ja, die gehen alle weg da. Wer bleibt denn noch überhaupt übrig in Jerusalem? Ein jämmerlicher kleiner Überrest von Leuten, die nicht wissen, wohin. Ja? Und die werden eingekesselt. Und dann kommt Jerusalem in Wehen, in Druck. Dann ist Belagerung. Und die schreien zu Gott um Hilfe. Und dann macht Gott etwas ganz Seltsames. Dann gießt er nochmal seinen Geist aus auf diese Stadt. Und dann kommt diese Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus. Ja? Zu Pfingsten hat mir gestern Abend jemand gesagt, ja, für Pfingsten sind ja nur 4.000, 5.000 zum Glauben gekommen. Ja, sage ich, genau, in der Endzeit werden auch nicht mehr zum Glauben kommen. Warum? Weil die Araber alle weg sind, Entschuldigung. Jeder, der kann, wird Jerusalem verlassen, bevor sich der Ring schließt. Ja? Und wenn die Stadt belagert, die sind da nur noch wenige Tausend, das ist ein ganz kleiner, das ist doch ein Überrest, oder? Ja, natürlich. Ein Überrest ist aber doch klein. Genau. Ja? Und deswegen sage ich, euch nur das, was ihr alle kennt, was schon mal passiert ist, das wird wieder passieren, weil der Kreis sich da schließt. Ja? Das hat angefangen in Jerusalem, ging zu den Heidenvölkern, deswegen sitzen wir hier und am Ende der Zeit geht das wieder heim, das Evangelium. Nach Jerusalem findet dort seinen Abschluss. Das ist so sehr auf Jerusalem fokussiert, dass Jesus die Jünger am See Genezareth nach Jerusalem schickt. Ja? Nach der Kreuzigung Jesus sagt ja der Petrus, ich gehe wieder fischen. Und dann sagen die Jünger, ja, wir gehen auch mit. Was sollen wir machen? Ja? Also sie gehen wieder in ihr altes Leben zurück, gehen an See Genezareth und fischen. Und da begegnen sie dem auferstandenen Jesus. Und die sind natürlich also überwältigt, ja? Jesus lebt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, geht hinauf nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Welche denn? Dass dort Gottes Geist ausgegossen wird. Nicht in Berlin, nicht in New York, ja? Nicht in Moskau, nicht mal in Tel Aviv, auch nicht in Tiberias, nicht in Kapernaum. Wo? In Jerusalem. Warum? Weil das in unseren alttestamentlichen Stellen so steht. Wegen dieser Bibelstelle zum Beispiel. Diese Verheißung ist nur Jerusalem geschehen und deswegen schickt Jesus die Jünger hinauf nach Jerusalem und sagt, wartet dort auf die Verheißung. Welche Verheißung denn? Pfingsten, dass Gott seinen Geist ausgießt. Ja? Die mussten nach Jerusalem. Warum? Weil diese Verheißung Zion geschehen ist. Deswegen schickt Jesus die darauf und sagt, wartet. Und was macht der Petrus? Wählt den 13. Apostel. Hölzchen ziehen. Ja? Nur so nebenbei. Hat Jesus nie was von gesagt, dass Petrus alttestamentliche Prophetie in Erfüllung bringen sollte, indem sie einen Apostel wählen. Jesus hat das gemacht. Paulus war das auch. Paulus war der Ersatz für Judas, glaube ich. Kann man streiten drüber. Nur mal so als, ja. Was ich damit sagen will, ist nur, diese Verheißung der Geistesausgießung ist ganz speziell für Jerusalem geschehen, sodass Jesus seine Jünger dahin schickt, weil die Tochter Zion sollte gebären, ohne dass sie Wehen hatte. Das Wort muss in Erfüllung gehen. Alles, was geschrieben ist, muss in Erfüllung gehen. Ja? Vielleicht hat deswegen Jesus nur die Jünger am See Genezareth getroffen, um die zurückzuschicken. Ja, er hat ihnen auch ein bisschen was zum Essen gegeben. Gebratenen Fisch gab es, glaube ich, ja, soweit ich weiß. Stand auf der Karte. Ist ein guter Herr. Ja? Aber er schickt sie nach Hause. Und warum? Damit das in Erfüllung gehen kann, damit die Jünger dort bei sind. Paulus war da nicht bei. Deswegen beschreibt sich Paulus als eine unzeitige Geburt. Erinnert ihr euch daran? Ja? Er sagt, 500 Brüder auf einmal haben den Herrn gesehen. Erst der Petrus und der Johannes und der Jakobus und dann die Zwölfe und dann 500 Brüdern auf einmal ist er erschienen, von denen noch etliche leben, viele aber sind entschlafen. Und als letzten von allem ist er auch mir erschienen als einer unzeitigen Geburt. Ja, Paulus, wie ist jetzt los? Wieso bist du denn eine unzeitige Geburt? Das war doch die Zeit, wo alle Menschen zur Wiedergeburt kommen sollten. Wieso bist du zur falschen Zeit geboren?
Naja, sagt der Paulus, weil die Verheißung, die eigentlich gegeben war, mir aus dem Stamm Benjamin, am achten Tag beschnitten und das Gesetz getan, wäre gewesen, in Jerusalem zu sein, als Jesus den Geist Gottes ausgegossen hat. Aber da war ich ja noch ein Gegner der Gemeinde Jesu. Da war ich dann noch tief im Judentum. Und wenn das zum zweiten Mal passiert, denn Paulus wusste von der Wiedergeburt Jerusalems, das kann man sehen im 2. Thessalonischer Brief, 1. Thessalonischer Brief, schauen wir uns morgen an. Wenn man das liest, sieht man, dass Paulus von der Wiedergeburt, nicht Israels, der Wiedergeburt Jerusalems wusste. Da wird er sagen, ja, da bin ich schon längst beim Herrn. Das ist ja Zukunft. Also ich bin mittendrin geboren, wo mir als Juden doch die Verheißung geschehen ist, bei Zion dabei, also deswegen bin ich eine unzeitige Geburt. Ich bin irgendwie zu spät dazu, aber ich bin dazugekommen. Ja? Das ist der Gedanke dahinter. Wisst ihr, was die Theologen euch da erklären? Die sagen, dass der Paulus sich als unzeitige Geburt beschrieben hat. Der Grund dafür war, dass er sich eigentlich als eine geistliche Missgeburt verstanden hat, weil er kein echter Apostel war. Also der große Völkerapostel Paulus, der von Jesus selber berufen ist, war ganz gewiss keine geistliche Missgeburt. Das muss man den Theologen mal sagen, ja? Die morgens mit der Pantoffel und mit der Thermoskanne ins Büro fahren. Ja, tut mir leid. Sorry. Hallo? Was ist das denn für eine Auslegung? Wie hilflos ist das denn? Ja? Das ist ja hilflos. Das ist ja fast Notwehr in der Auslegung. Wie kommt man denn zu solchen Aussagen? Ich kann den Völkerapostel Paulus als Missgeburt bezeichnen, um Himmels Willen. Aber wir können jetzt ein bisschen verstehen, was Paulus da tut, warum der das so formuliert. Versteht ihr? Wir kommen immer näher an diese Dinge ran. Und wenn wir nachher wieder zurückgehen, gut, die Stellen haben wir schon gesehen, auch wenn wir zurückgehen nachher in Johannes 3, dann liest man das ganze Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus auf eine vollkommen neue Art und Weise. Ja? Also das haben wir schon gesehen, Matthäus 24, da spricht Jesus auch vom Anfang der Wehen. Also im Neuen Testament finden wir auch Bibelstellen, nicht nur im Alten Testament. 1. Thessalonicher 5 schreibt Paulus auch, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz, wie die Wehen, eine schwangere Frau und werden nicht entfliehen. Wen werden Wehen überfallen plötzlich? Ihr wisst es jetzt. Nicht die Thessalonicher. Zion. Aha, das heißt also, Paulus wusste davon, dass Zion in Wehen kommen wird wie eine schwangere Frau. Ja, warum? Weil der mehr wusste als Nikodemus. Weil Paulus von der Wiedergeburt Jerusalems wusste. Ja, versteht ihr das? Jetzt kommen wir immer tiefer in den Text. Wir können immer besser verstehen, was hier für eine Geschichte erzählt wird. Das hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Da warte ich drauf. Ja? Das muss kommen. Nichts kann das aufhalten. Ja? Ja? Das heißt, Paulus sagt, es wird Friede sein, und zwar ein trügerischer Friede. Es wird Friede, es hat keine Gefahr. Und dann kommt das Verderben. Ja, Moment, aber Wehen sind doch nichts Verderbliches. Wehen ist natürlich schmerzhaft, habe ich mir sagen lassen. Ich darf darüber nichts sagen, weil ich bin ja von der anderen Fraktion. Ja. Aber Wehen sind ja kein Verderben. Bei einer normalen Geburt nicht. Aber in dem biblischen Zusammenhang bedeutet ja, dass Wehen über Zion, über Jerusalem nur kommen, weil Jerusalem belagert wird und mit dem Tod bedroht wird. Und plötzlich versteht man, dass Paulus sagt, das Verderben der Belagerung wird sie schnell überfallen, unerwartet, weil dieser Friede ein trügerischer Friede ist. Und dann wird sie das Verderben überfallen, genau wie der Schmerz eine schwangere Frau, also das ist eine neuere Übersetzung, oder ich weiß nicht, welche das ist jetzt im Moment, dass wie die Wehen eine schwangere Frau. Ich glaube, das ist Luther 1912. Ja? Das heißt, hier wird ein trügerischer Friede kommen. Man wird sich in Sicherheit wiegen. Es hat keine Gefahr. Und plötzlich kommt Verderben über Zion wie die Wehen über eine schwangere Frau. Ja? Und jetzt sehen wir, Paulus wusste davon. Und es geht noch weiter. Ohne dieses Wissen von der Wiedergeburt Jerusalems bleiben ganz viele Stellen im Neuen Testament offen. Mit dem Wissen wird plötzlich ganz, ganz viel erklärbar. So viel, dass irgendwann die Beweiskette so lange ist, dass ich sage, irgendwann muss man es glauben. Ja? Irgendwann muss es einen überzeugt haben. Ja? Und warum? Wie schätzt du voraus, dass
Ja, die Frage ist, warum ich davon ausgehe, dass Paulus das schon wusste, ja? Da müssten wir eigentlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn er nichts davon gewusst hat, hätte er das nicht formulieren können. Ja? Dann hätte er vielleicht gesagt, es wird ein trügerischer Friede kommen und dann wird irgendwann aber Jesus wiederkommen, weil dann werden wir ja entrückt. Ja? Ist als erst, wenn man das zum ersten Mal hört, neu und ungewohnt, ja? Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Wir sehen auch später nochmal, dass er darauf auch wieder Bezug nimmt in 2. Thessalonicher 2. Paulus führt diese Themen dort zusammen. Ja? Nur als Beispiel noch, Jesus sitzt mit den Jüngern im Obersaal und sagt zu den Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn eine Frau ein Kind kriegen soll, dann hat sie Angst. Aber wenn das Kind da ist, dann freut sie sich. Okay, ich zu meiner Frau gesagt am Frühstückstisch, seltsames Thema für 13 junge Männer, oder? Zur damaligen Zeit. Die waren ja nicht so verdorben wie wir heute, Entschuldigung, ja? Seltsames Thema, was redet denn da Jesus? Der sagt den Jüngern, ihr habt jetzt noch Angst, aber wenn Pfingsten gekommen ist und Jerusalem Wiedergeburt erlebt hat, wenn Gottes Geist in euch ist, dann werdet ihr das alles verstehen und dann freut ihr euch. Das wird eine schöne Sache, das meint Jesus. Versteht ihr? Wir können jetzt die Rede im Ober, wir können verstehen, was Jesus sagt, weil wir wissen, was er meint. Und für mich ist das ist alles wahr. Uns fehlt manchmal das Licht dafür. Aber wenn man da so ein bisschen angeschubst wird, dann kommt eins zum anderen. Ist wie beim Stricken, ja? Ich staune immer, wie meine Frau beim Stricken, wie fängt man Stricken an? Man hat ja nur einen Faden und zwei Stöcke. Das ist mir unerklärlich, ja? Ja? Wie kann man da Maschen draus machen? Also wenn man mal unterwegs ist beim Stricken, dann kann ich mir das vorstellen. Aber nur zwei Stöcke und einen Faden, ja? Und manchmal denke ich, so ist hier auch. Aber wenn man mal die ersten Maschen aufgenommen hat, dann sagt man, das gibt aber ein komisches Muster. Man versteht es noch nicht. Und je weiter man strickt und häkelt, das, jetzt hast du ja ein paar Maschen fallen lassen. Aber es gibt so Zöpfe, ja, die Frauen wissen, was ich meine. Ja, das ist kein Versehen. Das ist kein Webfehler. Hiskia ist kein Webfehler. Jeremia ist kein Webfehler. Das ist genauso gewollt. Und plötzlich entsteht ein Muster vor den Augen. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Stellen findet man. Und plötzlich wird die Bibel lebendig. Und plötzlich sagt man, das könnte heute alles kommen. Ja, deswegen müssen wir wach sein. Deswegen ist für mich Endzeit. Nicht wegen Corona. Ja, es gab immer verrücktes Zeug. Also jetzt ist schon ziemlich verrückt, muss ich sagen. Ja? Das ist auch noch nicht, das wird noch verrückter. Ja, das glaube ich schon. Aber Endzeit ist für mich, weil ich sage, Gottes Wort bewegt sich. Deswegen mache ich mir nur die Mühe, sonst würde ich Golf spielen gehen oder so. Ja? Ich habe auch andere Interessen noch. Ich bin aber, ja gut, okay. Aber das ist der Grund, was mich nicht loslässt. Hier bewegt sich was. Ja? Okay. Christus, ja, hier, Entschuldigung, Paulus, ja, haben wir schon gesprochen. Paulus, eine unzeitige Geburt, ja, ihr wisst jetzt, warum er das sagt, weil zu Pfingsten war er noch Jude und wenn die zweite Wiedergeburt Jerusalems kommt, da ist er schon beim Herrn. Ja, er ist mittendrin geboren, zur falschen Zeit. Manche sagen, Paulus bezeichnet sich als Frühgeburt. Ach, allerlei, ich habe ein bisschen da nachgelesen drüber, es lohnt sich nicht, damit sich mit auseinanderzusetzen, ja. Aber wir haben bei Johannes 3 gesessen, wir haben Jesus zugehört und plötzlich entsteht so ein Bild vor uns, ja, wie so eine Landschaft breitet sich da aus. Und es hat ganz weitreichende Konsequenzen. Also wir können festhalten, an vielen Stellen im Alten Testament finden wir prophetische Aussagen dazu, dass Jerusalem durch ein ausländisches Heer angegriffen wird und so in Angst und Schrecken kommt, in Geburtswehen. Jeremia 4, Jeremia 6, Jeremia 30. Oder dass die Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit Frauen in Kindsnöten verglichen werden. Jeremia 30, Vers 6, ja, die Männer, die ihre Hände auf ihren Hüften haben. Oder dass Jerusalem gebären soll und gebären wird, Micha 4 und Micha 5. Ja? Also diese Stellen finden wir, und viele, viele mehr, viele Bilder. Sarah. Sarah gebiert im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung. Sarah gebiert den Isaak. Ja? Niemand hätte das geglaubt. Die nennt ihren Sohn Isaak lächelnd oder lachend. Manche sagen, Sarah sagt, die Leute werden lachen, wenn sie davon hören. Und man weiß nicht genau im Hebräischen, werden die lachen aus Häme, weil die im hohen Alter sowas geboren hat, oder werden die lachen aus, weil sie sich mitfreuen, weil sie im hohen Alter noch endlich ihr Kind bekommt. Das kann man im Hebräischen nicht unterscheiden. Ja? Zion, Jerusalem,
wird im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal gebären. Und die Leute werden lachen. Das glaubt doch keiner. Hätte jemand geglaubt, dass Sarah im hohen Alter noch gebiert? Die war doch schon über ihr Alter hinaus, sagt Paulus in Römer 5. Ja? Das war doch alles schon vorbei, bei Abraham doch auch. Es ging ja nicht mehr nach der Frauenweise, hieß das irgendwie. Ja? Die war schon unfruchtbar, die war schon alt geworden. Und Jerusalem? Schon alt geworden. Ist eine alte Stadt, 2000 Jahre alt. Nichts ist da gelaufen. Mark Twain sagt, hier ist gar nichts, es ist nur Verwüstung, hier wohnt auch niemand. Hier in Jerusalem. Das ist eine ganz trostlose, gottlose Gegend. Ja? Und jetzt plötzlich kommt Jerusalem wieder. 1 Million Einwohner heute. Jerusalem. Groß. Plötzlich ist es wieder da. Und im hohen Alter von 2000 Jahren ist dieser Stadt Jerusalem verheißen, dass sie nochmal gebären wird. Das ist ein Ding. Entschuldigung unter uns. Das ist ein Hammer. Das ist der absolute Hammer. Unter uns, ja? Ihr vergesst es wieder. Das bewegt mich. Ja? Und auch unter uns, ich kann nicht verstehen, dass die Theologen so brüllend schweigen und sich keiner mal der Sache annimmt. Das ist mir unverständlich. Ich kann verstehen, dass die Probleme haben, weil wenn das stimmt, was ich sage, dann haben die ihren Job nicht richtig gemacht, wie ein Klempner, der die Muffen nicht richtig angezogen hat und überall das Wasser rausläuft. Und das ist unangenehm. Ja, das kann ich verstehen. Aber dass da so keine Reaktion kommt, das kann ich nicht verstehen. Aber ich kann euch sagen, es gibt einen Theologen, den ich kenne, das ist ein hochkompetenter Mann, Namen kann ich leider nicht sagen, den habe ich jetzt gesprochen und der sagt, das stimmt, was du sagst. Ich habe das noch nicht gehört, höre ich zum ersten Mal, aber das ist alles wahr. Und der fängt an und denkt mit. Und da könnt ihr mal beten mit für, wenn er das machen wollt. Also wenn der sich dazu bewegen würde, und sich committen würde öffentlich, und der ist hochkompetent, der spricht Griechisch, der spricht Aramäisch, der spricht Hebräisch. Wenn der den Mut hätte, da kommt man nicht so schnell dran vorbei. Ja? Und das würde der Sache sehr, sehr helfen. Und der Christenheit auch, die leider schläft. Aber Entschuldigung, es braucht auch keine Doktoren. Ja? Es braucht eigentlich Gottes Wort, das braucht es. Das mit Liebe gelesen wird. Ja? Aber er ist so einer, der hat beides. Ja? Das wäre schön. Also vielleicht treffen wir uns dieses Jahr noch, wenn der Herr will. Ja? Also alle diese Stellen sprechen von der Wiedergeburt Jerusalems. Und diese Wiedergeburt war zunächst allein der Stadt Jerusalem vorbehalten. Nicht uns, nur der Königsstadt Gottes. Ja? Nur der Tochter Zion vorbehalten und verheißen. Und dann kommt das Unglaubliche, dass die Königsstadt ihren König verwirft. Das ist undenkbar. Ein Unding. Ja, er kommt in das Seine und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Die Königsstadt Jesu verwirft ihren König und sie wussten es. Wer sagt es? Nikodemus. Wir wissen. Sie verwerfen ihn. Ja? Und weil Jerusalem Jesus verworfen hat, gilt diese Verheißung nun auch uns. Der König kommt an die Hecken und Zäune. Ja? Stellt euch vor, der russische Zar würde auf eine Kolchose gehen, zu Fuß und würde die Leute einladen nach Moskau abends zum Bankett. Was da los wäre, das ist ein schwaches Bild für das, was Evangelium ist heute. Und was machen die Leute? Oh, hab ich kein Interesse, interessiert mich nicht. Wenn sie wenigstens noch Feinde Jesu wären, aber diese Gleichgültigkeit. Wisst ihr, wenn jemand Feind ist von jemand, dann nimmt er ihn noch ernst. Aber diese schmatzende Selbstzufriedenheit und diese schreckliche, ist es uns einfach egal, was Gott getan hat? Das ist das Problem. Es ist uns schlichtweg egal. Und ich sage euch noch was, die Rechnung dafür kriegen wir. Wo könnt ihr das lesen? In Jeremia, in Hesekiel, in Jesaja, überall. Wenn Israel gottlos wurde, schickte Gott immer Leute, die Israel, ja, aber er hat sein Volk immer wieder angenommen. Uns nimmt er nicht mehr an. Unsere Zeit läuft ab. Da gibt es keine Annahme mehr. Ja. Ihr könnt eher mit einem Moslem über den Glauben sprechen, als mit einem Deutschen. Ist das so? Wenn man über Gott spricht, oh, der hat Gott gesagt. Jetzt sagt er das böse J-Wort, Jesus. Halt ihr jetzt ganz auf. Glaubt ihr, Gott bleibt noch lange bei den Deutschen? Wir wollten doch gottlos sein. Ja, und jetzt sind wir gottlos. Und dann sind wir bald auch gottlos, ja. Dann geht das Evangelium wieder heim.
Und immer wenn ich sage, das Evangelium geht wieder nach Hause, weil die Stadt Jerusalem wird wiedergeboren werden, heißt das im Umkehrschluss, das wird von uns weggehen. Und der Segen wird auch von uns weggehen. Und Entschuldigung, manchmal meine ich, dass man das schon spürt. Ja, gut. Okay. Paulus hat das verstanden, ja, als Völkerapostel, dass das Evangelium auch zu uns kommt und hat das als sein Evangelium den Heiden gepredigt, uns. Das ist ein ganz großes Vorrecht, was wir haben, dass wir dazugehören dürfen. Ja? Ist Jerusalem schon mal wiedergeboren worden? Ja, zu Pfingsten, Apostelgeschichte redet davon. War Jerusalem belagert? Nein. Dann hat die Tochter Zion geboren, ohne Wehen gehabt zu haben? Ja. Geht sowas? Nö. Wer hat denn sowas hier gehört, dass eine Frau mal Kinder bekommen hätte, ohne Wehen gehabt zu haben? Ich bin da kein Fachmann, ja. Also wir haben 4 Kinder, aber ich habe da nur nebengestanden. Die Damen wissen das besser als ich. Aber das geht wohl nicht, ja. Immer kommen erst Wehen und dann kommen Kinder. Aber jetzt hat Gott was ganz Seltsames gemacht. Ja? Gott hat nämlich Zion gebären lassen. Und wer hat das gehört und gesehen? Wir. Zum Teil haben es Leute gesehen aus der Gemeinde und zum Teil haben wir es gehört, wenn es gepredigt wird. Ja? Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Wer hat geboren? Zion. Geht aus dem Textzusammenhang hervor, habe ich jetzt weggelassen. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Wann denn? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Sie war nicht belagert und sie hat dennoch geboren. Dann schreibt Jesaja 66 von Pfingsten. Genau. Jesaja schreibt auch von der Zungenrede. Zafla zaf, kafla kaf. Jesaja schreibt von Golgatha. Jesaja schreibt von der Wiedergeburt Jerusalems. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Ja, das hat auch damit zu tun. Jesaja schreibt auch von Gebären und Frau. Ja, warum? Weil es um Zion geht. Ja, ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Deswegen sagen viele, die Wiedergeburt des Staates Israel. Ja, aber das bezieht sich hier deutlich auf Zion, auch im Textzusammenhang hier. Hört eine Stimme vom Tempel, ja, Gebrüll. Also das schreibt alles nicht von Israel, sondern speziell von Jerusalem. Ja. Kaum in Wehen hat Zion, ja, da ist es, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und auch nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Nein, sagt er, das werde ich nicht tun. Die Tochter Zion wird in Wehen kommen und sie wird gebären. Einmal ohne Wehen zu Pfingsten und nochmal in der Endzeit dann mit Wehen. Wer sagt es? Jesus. Ja? Jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt wissen wir mehr als Nikodemus. Wenn Israel am Ende der Gemeindezeit angegriffen wird und erobert wird und Jerusalem alleine übrig bleibt, passiert es genau wie bei Hiskia. Das wird sich wiederholen. Und dann kommt unter den Wehen der Belagerung, kommt Jerusalem zum lebendigen Glauben an Jesus. Ja? Damals hat Jerusalem Jesus verworfen. Der Anfang der Gemeinde war in Jerusalem, aber nur ein kleiner Überrest. Dann wurde der Stephanus gesteinigt, ja, weil den Juden war das zu unheimlich, weil da waren welche, die haben an den Messias geglaubt, die haben gesagt, Jesus war der Messias, dann konnten die auch noch Wunder tun. Dann haben die in Zungen geredet, dann haben die das Alte Testament auf eine ganz komische Art und Weise ausgelegt, das war denen unheimlich. Und dann waren sie eifersüchtig und haben den Stephanus angefangen und haben den gesteinigt und haben dann die Gemeinde zerstreut aus Jerusalem. Was gut war, weil die sich dadurch in die ganze Welt verteilt hat. Erst nach Samaria und überall hin. Und überall sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber Jerusalem selber ist nicht durchgebrochen zum Glauben an Jesus, sondern 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Dann ging es noch ein paar Jahrzehnte, 135, und dann war Tabula Rasa. Kein Jerusalem mehr, kein Israel mehr, zerstreut in alle Welt. Ja? Aber am Ende der Zeit findet auch noch diese Stadt zum Glauben an Jesus. Glaubt niemand, wie bei Sarah. Kommt aber. Ist verheißen. Ja? Also ist ja die Geschichte mit Abraham und Sarah ist dann ja ein Bild auf die Wiedergeburt Jerusalems. Genau. 1. Mose 12. Wow. Das geht schon lange, oder? Das ist eine alte Geschichte, die ich erzähle. Warum ist die verloren gegangen? Warum wissen wir da nichts von? Ja? Okay. Das alles spricht davon, ja?
Jeremia spricht davon, Micha spricht davon, Jesaja spricht davon, 2. Könige spricht davon, von der Wiedergeburt Jerusalems. Die Psalmen sprechen davon, Paulus spricht davon, Petrus spricht davon, Jesus spricht davon. Was wollen wir denn noch mehr? Ja? Natürlich ist das vielleicht für den einen oder anderen neu, aber je länger ihr euch damit beschäftigt, desto mehr Bibelstellen werdet ihr finden, bis zum Gespräch Jesu im Obersaal, wo ihr überall dieses Thema findet. Ja? Eine erdrückende Fülle von Bibelstellen spricht davon. Warum wissen wir nichts davon? Was ist los? Ist das Wissen verloren gegangen oder will uns das Gott heute erst wieder zeigen? Bewegt sich was? Ich glaube schon. Ja? Die Hypothese habe ich schon besprochen mit euch. Ich mache ein bisschen schneller. Ja? Also wenn Jerusalem heute angegriffen würde, dann wäre Kraft dazu gebären. Warum? Weil der Geist Gottes schon seit 2000 Jahren ausgegossen ist. Ja? Jerusalem könnte jeden Tag zum Glauben kommen, zur Wiedergeburt kommen. Ein Gedanken muss man aber vielleicht noch machen, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, gehören dann die Menschen in Jerusalem, die wiedergeboren sind, gehören wir zur Leibesgemeinde Jesu? Ja, natürlich. So wie wir. Sogar noch mehr wie wir. Warum? Wir sind nur Gnadenwahl, aber denen ist die Verheißung geschehen. Die gehören noch mehr zum Leib Jesu wie wir. Ich will das nur noch mal deutlich machen. Warum? Weil bis dahin dann keine Entrückung gewesen sein kann. Ja? Weil die Gemeinde Jesu ist ja nicht zerteilt. Das heißt also, wenn die Gemeinde entrückt wird, dann werden die mit entrückt. Die, warum? Weil die zur Gemeinde gehören. Ja? Es kann also keine Entrückung geben, bevor Jerusalem nämlich zum Glauben an Jesus gekommen ist. Ja? Das heißt also, wenn diese Wiedergeburt Jerusalems stünde noch vor der Entrückung. Und jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt. Das bedeutet, dass die Entrückung nicht jederzeit sein kann. Ja? Nicht jeden Tag, nicht heute. Wann kann die denn frühestens sein? Wenn auch Jerusalem zum Glauben an Jesus gekommen ist. Dann, frühestens dann kann die Entrückung sein. Versteht ihr den Gedanken? Ja, ne? Ja? Erst danach. Wie viel danach, muss man sehen. Würde dann aber bedeuten, dass wir vielleicht irgendwann im Fernsehen, abends das Fernsehen einschalten und dann sagt der Sprecher, also in dem Kriegsgeschehen im Nahen Osten zwischen Syrien und Israel und der Belagerung Jerusalems gab es jetzt eine religiöse Rückbesinnung und die Rabbiner glauben jetzt, dass Jeshua der Messias ist. Das Wetter. Ja? Wenn überhaupt. Versteht ihr das? Die werden das nicht verstehen, weil die nicht gelehrt sind. Und viele Christen werden das auch nicht mehr verstehen. Und die, die anfangen, das dann zu verstehen, haben kaum noch Zeit, weil die Ereignisse sich dann überschlagen. Aber ihr werdet das verstehen. Wir können das einordnen jetzt. Ja? Die Welt wird das sehen und wird das nicht sehen. Sie werden das hören und werden das nicht verstehen. Und wir haben jetzt plötzlich so einen Schatz bei uns im Handgepäck. Manchmal mache ich den so auf und gucke da rein, sage, ob er noch da ist, dann mache ich wieder zu. Ja? Gucke ich in der Bibel, sind die Bibelstellen noch da? Ja? Weil mein Glaube fußt auf Fakten, eure hoffentlich auch, nicht auf Gefühl. Fakten, ja? Darauf fußt der Glaube. Das Gefühl gehört auch dazu. Freude ist ja auch ein Gefühl. Verzagtheit gehört manchmal auch dazu. Ja? Aber unsere Basis, das ist dieses Wort. Das muss alles in Erfüllung gehen. Das heißt also, wenn die Entrückung erst dann passieren kann, wenn auch Jerusalem noch dazugekommen ist, und das wünschen wir wünschen der Jerusalem Glück, ja? Dann ist die Vollzahl eingegangen. Und dann wird Entrückung kommen. Ja? Also ist meine Naherwartung Jesus gegenüber konkret, aber nicht schwärmerisch. Ja? Und ich sage, das muss erst noch kommen. Und das, sagt der Paulus im 2. Thessalonischer Brief, da muss erst noch was kommen und dann. Ja? Und das schauen wir uns später an. Ich denke, wir machen Schluss, oder? Ich bete noch mit uns, viel Folien kommen auch nicht mehr. Was wichtig war, haben wir eigentlich alles behandelt. Und dann nehmen wir uns morgen auf. Vielleicht können wir auch mal gleich noch ein bisschen Zeit, wenn noch Fragen da sind, dass wir uns da noch kurz drüber austauschen. Ich bete noch mit uns zum Schluss, ja? Herr Jesus, wir danken dir sehr für dein Wort und danken dir dafür, dass du uns da so mit hineinnimmst. Und wir danken dir dafür, dass du dein Wort wahr gemacht hast, buchstäblich zu Pfingsten schon vor 2000 Jahren und auch noch wahr machen wirst in der Ewigkeit.
Und auch wahr machen wirst in der Endzeit, wenn deine Stadt Jerusalem zum Glauben kommt. Und wenn wir sehen, dass du die großen Dinge in der Hand hältst, hältst du auch uns persönlich in der Hand, hast auch unser Leben in deiner Hand und kennst auch Wege, die wir gehen können und bist unser guter Hirte, der achtet auf uns. Auch das dürfen wir mitnehmen aus dem heutigen Abend. Und wir freuen uns darüber, dass wir angekommen sind, dass wir dich gefunden haben und dass wir in dir und durch dein Opfer auf Golgatha zum Heil gefunden haben. Wir bitten dich auch um deinen Segen noch für den Rest des Abends. Sei du bei uns, führ du die Gespräche und den Austausch. Und danke, dass du uns die Zeit hier schenkst. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen.